Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir machen heute zusammen eine wunderschöne Weihnachtskarte, die schon so frostige Farben hat und ich finde die total schön und arbeite heute mit dem Set Flockenfantasie und den passenden Sinnletzformen Schneezauber. Das ist eine voll coole Stanzform, mit der kann man natürlich Hintergründe prägen oder eben ganz viele Flocken ausstanzen oder negativ machen. Und wir machen heute negativ und Flocken ausstanzen. Genau. Ich zeige euch jetzt mal, was ihr dafür braucht. Und die Materialien, die wir brauchen, sind einmal Farbkarton in Granit in dem Maß 21 x 14 cm, gefalzt bei 10,5 cm. Ein Stück Babyblau in dem Maß 13 x 9,5 cm. Ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 13,5 x 10 cm. Ein Streifen in Granit mit 1,5 cm Höhe und hier habe ich noch ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 28 x 11 cm. Daraus stanzen wir uns jetzt gleich die Sterne aus. Und ihr könnt das dann gleich weiterverwenden für die nächste Karte, deswegen hat es jetzt schon ein Kartenformat. Müsst ihr natürlich nicht so machen, könnt ihr natürlich auch anders ausstanzen. Ich nehme jetzt das Klebepapier von Stampin' Up und schneide mir das genauso groß wie meine Platte hier zu. Meine Stanzplatte. Und zwar ist es 10 cm breit mal 12,7 cm in der Länge. Also 5 Inch. Und jetzt klebe ich mir das hier so auf, dass ich da noch einen schönen Rahmen außenrum habe. Weil ich möchte das später als weitere Karte nutzen. Die sieht dann so aus. Und möchte mir jetzt einfach meine Schneeflocken aber vorher dann ausstanzen und die dann schon beklebt haben, dass ich dann nicht mehr mit Flüssigkleber arbeiten muss oder mit Präzisionskleber. Dazu nehme ich mir jetzt einfach die Trägerfolie hinten ab. Das ist die, die da so beschriftet ist. Und jetzt wird es ein bisschen, ja, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier wirklich schön draufklebe. Und jetzt lege ich meine Stanzplatte genauso auf und stanze mir das aus. Und zwar kurbel ich mir das jetzt auch öfter durch, weil das ja ein bisschen dicker ist mit dem Kleber. Also, und es ist sehr präzise. Ihr könnt natürlich auch die Präzisionsplatte unten reinlegen. Wollte ich jetzt eigentlich machen, habe ich aber vergessen. Aber es müsste mit öfter Kurbeln auch so ganz gut gehen. Also kurbeln wir uns das ruhig, ja, 4-5 Mal durch. Damit es dann auf jeden Fall gut rausgeht aus dem Ganzen und sich schön löst. So. Mal gucken, ob das so klappt. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe es ja bei der anderen Karte. Anders gemacht. So. Jetzt nehme ich mir meine Bürste und bürste mir schon mal die Sternchen, die noch drin geblieben sind, raus. So, also es löst sich ganz gut raus und das ist jetzt quasi unsere Vorlage für die nächste Karte, dass wir das dann quasi als Hintergrund verwenden können. Können wir später dann die Klebefolie da abnehmen und dann wird es auch richtig schön flächig dann angeklebt an unsere Unterkarte. Das ist dann so wie hier. Genau, dann könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, aber das machen wir in einem anderen Video. Wir brauchen jetzt erstmal nur die Schneeflocken. Okay, und was wir noch gleich machen, ist, dass wir uns den Hintergrund prägen. Dazu habe ich hier eine wunderschöne neue Prägeform. Ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, aber ich blende es euch natürlich ein. Und nehme auch mein babyblaues Papier und das kann ich hier gleich einlegen und dann noch einmal prägen. Und wenn wir was prägen mit der Big Shot, machen wir das eigentlich ganz genauso wie sonst auch. Nur, dass wir uns diese obere Platte rausnehmen. Die brauchen wir dann nicht beim Prägen. Dann wieder eine Acrylplatte drunter und eine Acrylplatte drüber und dann einmal durchkurbeln. Dann
kann die Big Shot wieder weg. Und ihr seht jetzt schon, das ist wirklich wunderschön. Ihr könnt es von beiden Seiten verwenden. Und ich finde die richtig toll, die Prägeform. Die macht richtig was her. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen mit dem Zusammenbauen von unserer Karte, weil wir eigentlich schon fast alle Elemente fertig haben. Ich klebe mir jetzt erstmal das Flüsterweißpapier auf meinen Granitpapier mit Flüssigkleber auf. Und dann benutze ich diese tollen neuen Frostfarben. Ich habe jetzt hier mal Frostweiß. Bevor ich das verwende, schüttle ich das immer. Und ihr braucht dazu immer noch so ein Schwingerschwämmchen. Und dann kann ich mir hier diesen Schimmereffekt aufnehmen, indem dass ich einfach das Fingerschwämmchen oben drauf stecke, das passt da genau drauf, mir da ein bisschen Farbe hinmache und das dann so am Rand abstreife. Und das ist so ein wunderschöner Schimmereffekt. Den mache ich mir jetzt einmal so an den Rand. Ich hoffe, ihr könnt es dann nachher in der Kamera erkennen. Ich mache jetzt übrigens die andere Seite nach oben. Ich zeige euch das auch gleich. Noch näher und schimmer mir das auch so ein bisschen nach innen rein. Also es soll schon ein richtig schönes Schimmer über das ganze Projekt gehen, weil wir haben jetzt dann bald Weihnachten sozusagen. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber so Schimmer und Glossy und Glitzer und Glänzen, das darf jetzt auf jeden Fall schon mal so richtig losgehen. So, und jetzt hoffe ich ganz fest, dass ihr das schön seht in der Kamera, wie das schimmert und funkelt und oh, das ist so schön. Okay, also ich lasse die Farbe jetzt mal noch da, die brauchen wir gleich noch. Und klebe mir jetzt mein babyblaues Papier auch noch auf. Und wie gesagt, vorher bei der anderen Karte habe ich das hier an die Oberseite geklebt. Und jetzt mache ich es genau andersrum, dann seht ihr auch mal die andere Variante. Und ich kann mich eh nicht entscheiden, was mir besser gefällt, von dem her mache ich beides. So. Und dann habe ich ja hier noch ein Stück in Granit und das werde ich jetzt noch bestempeln. Und zwar ist in diesem Stempelset auch dieser total schöne Spruch, zauberhafte Weihnachten, und den werde ich dafür verwenden. Und das Ganze stempel ich mir auf in Marineblau. Und ich hoffe, dass ich da jetzt einigermaßen die Mitte treffe. Versuchen wir es mal. Mal gucken. Also, das kann man ja wohl lassen. Ich finde, es ist gut. Ah ja, wenn wir schon am Stempeln sind, würde ich innen rein auch noch ein bisschen was stempeln. Weil da einfach so schöne Muster drin sind. Also ich würde jetzt mal diese Windböe da reinstempeln. Die finde ich schön. Ich finde es eigentlich immer ganz hübsch, wenn innen drin dann auch ein bisschen was Gestempeltes ist. So. Und dann nehme ich mir einfach nur die Schere und schneide mir hier so ein Fähnchen. Also, dass ich es in der Mitte einschneide. Und von den Spitzen dann so ein kleines Fähnchen schneide. Und das Ganze klebe ich mir jetzt oben drüber. Und ich möchte jetzt aber beide Seiten mit Fähnchen haben, also auch ein bisschen anders als auf der ersten Karte. So. Okay. Und bevor ich mir das jetzt aufklebe, nehme ich mir eben nochmal diese kleinen Fingerschwämmchen mit der Frosty-Farbe, tupfe mir da ein bisschen was aus dem Deckel raus. Und gehe hier auch noch einmal um den Rand rum. Ganz normal wie beim Inken auch. Damit es auch noch so ein bisschen glossy Effekt hat. So. Und jetzt klebe ich mir das einfach mit Dimensionals auf. Machen wir mal vielleicht so drei Stück.
Meine Kamera hat sich gerade verabschiedet. Ich mache mir jetzt einfach so schön außenrum die ganzen Schneeflocken drauf und nehme dazu nur diese Klebeträgerfolie ab und kann mir die dann richtig schön da drauf kleben. Jetzt ist meine Kamera heiß gelaufen, glaube ich. Ich habe jetzt einfach noch ein paar Glitzersteine außenrum gebastelt. Und mir ist aufgefallen, ich habe meinen silbernes Garn vergessen. Das möchte ich natürlich noch unten reinmachen. Das habe ich hier auf der Musterkarte auch drauf. Ihr seht es hier schön. Und ich finde, das macht noch so einen ganz zarten Zusatzeffekt. Und den möchte man natürlich noch nutzen. Deswegen wickele ich mir das ein paar Mal um die Finger. Klebe mir das dann auf den Klebepunkt. Ich hoffe, dass meine Kamera anbleibt. Die läuft heute, glaube ich, schon heiß. Und nehme mir das dann mit der Pinzette auf und versuche das noch in den Hintergrund reinzubauen. So. Und jetzt ist unsere Karte schon fertig. Also ich finde, die ist total schön, die glänzt, die schimmert, funkelt ein bisschen, also ja, eigentlich schlicht, einfach gemacht, aber doch besonders und elegant. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Klickt dabei auf diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln. Eine schöne Vorweihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!